Servus, du bayerische 123 da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV, Weltraum, wie auch immer. Wir spielen die 6. Folge von Pokémon Schwarze Edition. Schön, dass du auch wieder dabei sein möchtest bei dieser neuen Aufnahmesession. In den letzten 5 Folgen haben wir einiges erlebt. Wir haben unsere Rivalen kennengelernt. Das ist einmal die Belle und der Sharon und womöglich auch Mr. N. Dann haben wir auch unser erstes Pokémon erhalten, unser Serpifeu, ein Pflanzen-Pokémon. Haben den Pokédex von Professor Esche erhalten und haben jetzt den Auftrag, ja, Champion zu werden, den Pokédex zu vervollständigen und den ersten Orden zu erhalten. Das ist unser Hauptziel heute. Ob wir das jetzt in der Folge 6 schaffen, das weiß ich noch nicht. Jo. Wir sind jetzt gerade in Orion City. Wir schauen unsere Pokémon an. Ich habe nur leicht gelevelt, weil ich erst einmal zu Traumbrache gehen will, um mich dort umzusehen. Was Neues gelernt hat, schauen wir mal Sandwirbel, unser Ivy. Übrigens, Ivy ist männlich, aber es ist egal. Und Ed hat eine neue Attacke kennengelernt. Geduld und Biss müsste neu sein. Serpifeu hat nichts Neues gelernt. Rankenhieb, Wickel, das kennen wir schon alles. Okay, hier wäre der Orden in dieser Stadt. Wir gehen aber erstmal mal charmant dran vorbei und gehen erstmal zur Traumbrache. Hier üben frisch gebackene Trainer deswegen. Und privat, solo habe ich das noch nicht so angeschaut, deswegen denke ich, dass da hier jetzt wieder ein Kampf stattfindet. Und das wollte ich dann eben nicht machen, darum habe ich auch hier nicht trainiert. Ja, ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kopftraining? Kampftraining. Das geht schon mal ganz gut los. Ich habe auch so einen Frosch im Hals, ich hoffe, das merkt man nicht. Ich kann erst nach der Aufnahme vielleicht mich mal räuspern oder ich schneide es jetzt schnell raus. Wartet mal. Gut. Okay, ein Velieu. Hauen wir mal gleich Sandwirbel in die Gosch. Ah, ich bin wieder blind. Ah, oh, das ist ja nicht schön. Ah. Okay. Kratzer. Dann machen wir mal Zuschuss. Einfach mal gucken, was passiert. Ich finde die Attacke gar nicht mehr so doof. Du nimmst auch nur Silberblick. Okay, dann schwächen wir mal die Verteidigung. Nochmal Kratzer. Miau. Miau, miau. Okay, nochmal Kratzer. Jetzt. Ivy, come on. Fallalieu. Fallalieu. Das klingt wie Jodeln. Wie geht's euch? Heute ist ein Montag, bei mir ein Samstag. Noch ein paar Uploads werde ich diese Woche raushauen, denn ich bin jetzt dann bald in Urlaub. Das betrifft den 20.09. Da geht's in den Urlaub. Also ich bin dann im Urlaub, aber ich werde dann auch wegfliegen nach Menorca. Nicht Malle, sondern Menorca. So ein bisschen ruhiger, ist eine Schwesterinsel von Malle. Und da bin ich auch gar nicht da. Da wird auch kein Upload kommen, da wird auch kein Stream kommen, da wird gar nichts kommen von mir. Dass ich noch gerade so... Oh nein, lebe. Filieu ist ja auch Unlicht. Deswegen war das jetzt doof, was ich gemacht habe. Aber jetzt hat gibt's erstmal einen Tegel. Eine ordentliche Tegelwurzel. Los, Ed. Attacke. Bam, ne? Das Training hat sich gelohnt und Inka wurde besiegt. Ne? Ich bin ja auf einen Arena-Orden aus, aber ich will auch gegen dich gewinnen. Hui. Hier können wir auch noch nicht durch, hier können wir auch nicht durch, Nasubi. Hey du, mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arena-Leiters herauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch noch eine Chance gegen mich? Das weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Du hast 3 Pokémon.
Och, der Julian ist wieder da. Ich wurde erschaffen von Rose Fungus. Mein Name ist Julian. I'm a high psychopathic guy. I'm a bad guy. Wer Julian nicht kennt, Julian ist so eine Charaktere, die von Rose Fungus stammt. Und die ist hochgefährlich, die Person. Also darfst Julian nicht unterschätzen, denn in der zweiten Generation gibt es auch namens Julian und der ruft ständig an. Also, da gibt es ja auch ein Handy und da rufen halt die Trainer immer dann mal an und sagen irgendwas. Und da hat er denen halt ganz psychopathisch gesprochen. Und da hat sich dann immer so eine Geschichte draus entwickelt. Es ist auch bei mir vorhanden, Julian. Ich habe ja Pokémon Battle 3 als Geschichte hochgeladen. Und da ist ja Julian ja das absolute Böse. Oh, das wird gemein. Komm, das kriegen wir noch hin. Ja, das kann man sich mal anschauen dann bei mir. An Yorklef, okay. Alle sind so ein bisschen angeschlagen. Deswegen werden wir das nicht ganz schaffen. Nehme ich mal an, aber wir haben spannende Trainerkämpfe jetzt gerade. Katze gegen Hund. Schauen wir mal, wer gewinnt. Erstmal nochmal Sandwirbel in die Gosch. Ah, ich bin blind. Aua, ich hab Sandkorb im Auge. Silberblick, check it, ist abgerät. Das war das mit dem Sandwirbel. Oh, na schauen wir mal. Zweimal vielleicht noch. Oh, Schnüffel, dann ist gut. Du bist eine Katze. Das rieche ich jetzt ganz genau. Jetzt hat auch der gute liebe Robin mal bei mir reingeguckt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er Interesse an diesem LP zeigt. Übrigens ist auch jetzt soweit gut angekommen bei euch. Wegen dem Layout gibt es noch eine Änderung jetzt dann. Weil ich vorher eine AVI-Datei genommen habe zum Aufnehmen. Rein theoretisch von meinem Aufnahmeprogramm ist AVI eine hochwertigere Aufnahme. Jetzt habe ich das benutzt und wenn ich jetzt zum Beispiel das Video dann verarbeite und zwei Videos hernehme, einmal für den oberen Bildschirm und einmal für den unteren Bildschirm, dann flackert das unheimlich. Und das kann ich so dann nicht präsentieren. Und jetzt musste ich das halt ganz anders machen. Gestört hat es euch jetzt auch nicht, aber Fire Ghost hätte gemeint, vielleicht noch ein bisschen größer, also allgemein. Und das die Layout-Form, die ich jetzt eigentlich geplant hätte, wäre eigentlich größer. Du sag mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Serpifeu, verstehe. Dann passt dieses Sodamark ja wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typs Feuer, gegen die dein Serpifeu ja benachteiligt ist. Sag mal, willst du dieses Sodamark haben? Ja. Ja, hier, bitteschön. Es kann Wasserattacken benutzen und somit effektiv gegen Feuer-Pokémon. Schaut, ich krieg ein Pokémon geschenkt, hallo? Die Editionen sind alle so nett geworden. Ja. Übrigens, Sodamask finde ich jetzt... Am coolsten finde ich ja, es sind drei Äffchen. Einmal ein Feueräffchen, ein Wasseräffchen und ein Pflanzenäffchen. Und das Pflanzenäffchen heißt am Schluss, glaube ich, Fetika oder so. Oder Fetichika. Und sieht voll cool aus. Das hat da so eine coole Fresse einfach. Und dieses Pokémon hätte ich ganz gern gehabt. Aber naja, gut, wir haben jetzt dieses Pokémon. Schaut recht chillig aus in der zweiten Form. Ob ich dieses Pokémon jetzt so als Wasser-Pokémon behalte, das weiß ich jetzt noch nicht. Sodamark heißt es, ne? Sodamark. Nicht schlecht, ne? Ist männlich, ne? Naja, was fällt mir dazu ein? Ja, Soda. Das erinnert mich. Ich hab was. Jetzt muss ich bloß den Buchstaben finden. Nein! Der Prickler.
Weil Wasser prickelt so schön. Wenn du Pokémon verschiedene Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf den falschen Fuß. Schauen wir uns jetzt gleich mal an hier. Vom Level her wird es jetzt blöd sein. Ja doch, Level 10. Oh, Level 10. Dann schauen wir uns den mal an. Prügelt sich gern. Ach, das ist ja Wahnsinn, ne? Der lächelt eh schon so. Kratzer, Silberblick, Schlecker und Aquaknarre. Nice one. Nice, nice one. Na cool. Das hätte ich nicht erwartet. Das wusste ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall... Oh, ich komme wieder rein hier. Und dann habe ich noch ein X-Abwehr. Alles klar, mit der Karo. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann auch... Ich kann nicht hier durch, ne? Hier sind zu starke Pokémon auch. Da kommen wir später nochmal hin. Beziehungsweise irgendwann am Ende. So viel ich noch weiß. Das war ja hier echt nice. Cool. Das war cool. Dann schaffen wir hier den Orden vielleicht doch noch. Ich würde ganz gerne aber nochmal... Ja, noch ein bisschen trainieren, weil ich glaube, es ist, sich jetzt da Gedanken zu machen. Ich würde ganz gerne nochmal vielleicht ein paar Levelanpassungen bringen. Level 14 ist, glaube ich, die Level Cap, so viel ich weiß, oder nachgeguckt. 14 darf die höchstens bis Level 16 überschreiten. Schauen wir uns jetzt hier nochmal um, ob es hier Trainerkämpfe gibt. Machen wir das noch vielleicht? Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ein Gerät, mit dem du dein Pokémon ihm nur eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Danke für die Info. Schön hier auch. Mit diesem Vogel-Pokémon hier. Oh, das ist ein Pokéball. Ein Superball noch erhalten. Schau mal so ein bisschen auf die Uhr. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemerkt, dass da oben die Uhr ist bei mir. Also, eine Aufnahme. Du besitzt ja keinen einzigen Orden. Also da wirst du es ab hier ab mächtig schwer haben. Lass mich dir einen Rat geben. Versuch dir den Orden dieser Stadt zu erkämpfen, wenn du willst. Also, zeig mal, was in dir steckt. Also kann ich nicht durch, ne? Okay. Ey, wegen der Uhr, ich meine halt nur, ne? Mein Aufnahmeprogramm zeigt ja die Zeit an. Wie viel, wie lange ich schon aufnehme, nehme. Ah, nochmal. Da muss ich nicht immer auf die Uhr schauen, ne? Okay. Darf ich also nicht dran vorbei? Oh. Oh. Wollen wir es mal versuchen? Oh. Oh. Wollen wir es mal versuchen? Wir versuchen den Ohren dieser Stadt zu gönnen. Machen wir es gleich hier in Folge 6. Go on, Mr. Crony. Der Vidi lacht gerade, dass das Gesicht gerade so eingefriest. Okay, falsch. Okay, ich habe hier Wasser. Aha. Ich habe einfach nur ausprobiert gerade. Aber es hat so einen Mechanismus. Ein kleines Schalterrätsel, also. Willkommen in der Arena von Orion City. Ja, hier wirst du grundlegend bedient. Bedienung. Hey, ich werde hier von Kellner angequatscht. Eine Herausforderung von Servierer Gianluca. Welchen Namen hast du dir da ausgesucht bei der... Level 11. Hier wird's ernst, Leute. Hier wird's ernst. Darum wollte ich auch trainieren, ne? Kratzer, komm. Ivy. Ivy. Oh, Junge. Hier geht's aber... Toll. Na, komm nochmal. Schnüffler, glaube ich, ist gegen Geistern recht interessant, oder? Dann können sogar Normalattacken Geisterattacken treffen. Liege ich da richtig? Liege ich falsch? Werden wir sehen. Naja, das ist hier ganz ernsthaft, ne? Wir müssen hier ernsthaft spielen. Come on. Eddie, komm, Ed. Mr. Biss, come on.
der Blick. Ich schwäche deine Verteidigung, somit wirst du wahrscheinlich mit einem Schlag daneben sein. Besiegt. Nicht daneben, aber besiegt. Ist nicht so schön. Ich habe gehofft, dass ich... Oh ja. Noch ein Schnüffler. Ich habe Glück gehabt. Oh, Pokémon-Gott Arceus. Steh mir bei. Meng. Er erreicht Level 10. Sehr schön. Ivy erhält auch nochmal Erfahrungspunkte. Level 11. Sehr gut. Okay. Ja. Haben wir geschafft. Dann hau ich mich. Gehe ich mal schnell nochmal raus. Muss nochmal heilen. Darum denke ich mal, vielleicht doch ganz am Anfang von Folge 17. Folge 7. Ich bin schon nervös. Warum bin ich nervös? Es liegt daran, dass ihr mir zuschaut und mich bewertet. Disliked und liked. Und kommentiert. Muss alles sitzen, alles perfekt sein. Das ist sinnlos, dass man perfekt sein muss. Ich war lang genug perfekt. Jetzt kann ich so sein, wie ich sein mag. Cool. Bäb. Aber ich kann ausprobieren, habe ich das so den Eindruck? Und am Schluss kann ich mir Feuer auswählen, oder? Aha. Hey! Genieß das komplette Menü von Arena. Von der Arena von Orion City. Ich bin der zweite Gang. Wie das klingt. Benutsch mich, ich bin der zweite Gang. Dorothea. Dorothea. Das lese ich wieder heute. Ivy. Wie are you? Sunbarrow. Come on. Oh, Geduld. Aha. Das hört sich jetzt einfach nicht so gut an. Solange ich den Heuler nehme, ist vielleicht gut. Ich versuche nochmal einen Heuler einzusetzen, weil es nämlich fehlgeschlagen ist. Yeah. Deine gute Attacke funktioniert dann nicht. Oh nein, jetzt schon. Speichert Energie. Aber dabei habe ich jetzt eben seinen Angriff gesenkt. Speichere Energie. Und wenn ich mich dann entlade, dann werde ich es dir so ordentlich geben. Bitte nicht. Ja, jetzt wird's lustig, oder? Erzeugt Energie. Nochmal. Einer geht noch. Jo. Tackle. Geduld kann Ed. Oh ja, auch. Oh Gottes Willen. Okay, Brettler. It's your first immediately. Kampf, was auch immer. Okay. Geist. Bringt mir nichts. Silberblick. Machen wir mal Aquaknarre. Aquaknarre hilft. Super. Will you. Nein, wir bleiben jetzt mal gleich bei Breckler. Mr. Breckler. Okay, nochmal. Aqua Knorre. Ja, ist nicht schlecht, ne? Hat auch Level 10, ist nicht schlecht. Come on. Das war ein sehr leichter Kampf, ja. Will ist besiegt. Und dann gehe ich gleich wieder zurück. Machen wir jetzt noch diesen Kampf oder machen wir nicht? Wir machen ihn. Komm, wir machen in Folge 6. Wir specken den jetzt ab hier. Na, wir frühstücken. Wir frühstücken heute im Restaurant. Na? Das wäre ein guter Titel. Hoffentlich merke ich mir den. Wir frühstücken heute im Restaurant. Wir laden alle ein. Lalalala. Wir frühstücken. It's going on. Wir werden kämpfen. Für die Meisterschaft. Wir sind so gut. Wir sind so schlau.
Ich hätte gerne ein Spiegelei dazu. I hope so. So. Na, 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 na. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Was ist mein Element, Colin, der Name ist sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt hier zu dritt sein soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheidet wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist es. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich von Typ Pflanze. Mist. Das wäre dann ja geklärt. Ich, Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich. Nice one. Also, viel Spaß, Leute. Ja, ich bin der Stärkste von uns dreien. Du kannst dich ruhig geehrt fühlen. Versus Mike. Arena Camp. Wuff, wuff. Level 12. Diese Musik ist so geil. Los, Handwirbel. Feliolieu. Kraftschuh. Oh, das wird hart. Angriff von Jorglev steigt. Erstmal die Genauigkeit defensiv runterholen. Ha, ach, nochmal Heuler. Schauen wir mal, wie viel das abzieht. Na, ist nicht effektiv eben. Heuler her. Können wir den Angriff wieder senken auf nahe Mal. Und jetzt, Ivy, Kratzer. Okay. Kratz, 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 kratz. Kraftschuh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Meter. Das ist nicht so gut. Glaubst du wirklich, damit könntest du meine Pokémon aufhalten? Ja, irgendwie schon. Nochmal Kratzer, komm an. Bess. Ist nicht so effektiv, darum ist das ja erstmal ganz gut. Doch, komm, nochmal Kratzer. Vielleicht wirkt irgendwann mal der Sandwirbel. Okay, Feliolieu. Bess. Das tut sehr weh, komm, wir gehen in den Beutel rein. Und holen uns ein Drink. Los, Ivy, regeneriere deine Kraftpunkte. Yes. Ja, läuft doch ganz super, ne? Come on, Kratzer. Kraftschuh. Oh oh. Los, Ivy, du musst jetzt Jorglev langsam loswerden. Nochmal, komm, Kratzer. Wir gehen auf das Ganze. Okay. Oh, nicht angreifen. Ich kann dich nicht verlieren. Okay, los. Los, Ed. Komm zurück, Ivy. Ich brauch dich noch. Los, Ed. Fighting for. Ace. Ach, Mist. Der kann ja... Ich habe mehr erhofft jetzt gerade. Beast. Du hast jetzt auch Level 12, dann ist es wenigstens hier gleich. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt wenigstens loswerde. Oh nein. Nicht ganz, geklappt. Jetzt kommt der Drang daher. Tafel Wasser einsetzen. Ivy. Ich mach's nämlich mit Absicht sehr spannend. Der Biss ging einmal daneben. Jetzt alles ohne nichts, Baby. Yes, your love is defeated down. Leiter Mike setzt seinen Grillmark ein. Okay.
Sprinkle, you're dran. Water versus Fire. Nee. Es ist noch nicht vorbei. Eins habe ich noch. Aqua Knorre. Kraftschuh. Ich sammle meine Energien, um sie voll Power abzugeben. Yeah. Jetzt bloß nicht daneben greifen, ja. Cool. Schauen wir mal, was draus wird. Ein Äscher. Ich werde diesen Orden gewinnen. Wir haben's geschafft. Level 11. Oh nein, ich wurde besiegt. Jetzt ist alles aus. Meine Torten sind verbrannt. Boah, du bist echt stark. Und gemäß den Statuten der Pokémon-Liga erhältst du jetzt diesen Arena-Orden. Gronik erhält von Mike den Dree-Orden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Der Kraftschub, yay. In dieser TM befindet sich Kraftschub. Setzt du Kraftschub ein, werden dein Angriff und Special-Angriffe stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Und somit bedanke ich mich recht herzlich und freundlich. Melde mich ab für diese Folge. Morgen geht's wieder weiter. Schön, dass ihr dabei seid und hoffe, dass ihr auch noch dabei sein werdet. Bye, tschüss, oh, Marmelade.